Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Orchideen-Video. Heute soll es um eine ganz besondere Orchidee gehen, nämlich der Stanhopea. So, wenn ihr nun noch nie eine Stanhopea gesehen habt, und das geht den meisten Menschen so, und dann zum ersten Mal so eine Blüte sehen, dann denken die meisten Menschen, wow, was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Das ist nämlich eine wahre Skulptur. Eine Stanhopea ist so geformt und so nicht von dieser Welt, dass die meisten Menschen gar nicht glauben können, dass das von der Natur eine Pflanze so eine Struktur oder so eine Skulptur geformt hat. Und eine weitere sehr angenehme Eigenschaft der Stanhopeen ist der starke Duft. Also Stanhopeas sind extrem parfümiert, ja, kann man sagen. Also die sind sehr wohlriechend und auch sehr stark wohlriechend. Also es gibt da manche Arten, die haben so ein starkes Parfüm, wenn die in einem kleinen geschlossenen Raum sich befinden, also eine blühende Pflanze, dann ist die Pflanze in der Lage, den ganzen Raum mit diesem Parfüm quasi einzunebeln. Das kann sogar so weit gehen, wenn sie einen ganzen Tag in diesem Raum arbeiten mit dieser Pflanze, dass sie richtig vielleicht sogar Kopfschmerzen bekommen, weil das ist so ein intensives Aroma. Und das ist auch wahrscheinlich der Nachteil der Stanhopea, nämlich diese Duftproduktion, die ist so kraftraubend, dass die Blüten nur etwa 3 bis 4 Tage halten. Also vielleicht auch mal 5, aber das ist das absolute Maximum. Also die längste Stanhopea, die ich blühen sehen habe, das war eine Stanhopea oculata. Und da war nach 5 Tagen Schluss. Aber in der Regel 4 Tage kann man rechnen und dann werden sie schlaff und dann fangen sie das Hängen an, ja. Also, jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt Stanhopea. Leider ist es, habe ich den Artnamen nicht bestimmen können. Dazu aber gleich mehr. So. So schaut eine Stanhopea aus. Ich hoffe, die Kamera fokussiert. Ihr könnt das schon erkennen. Also, es ist eine richtige, das ist hier die Lippe. Und das ist die Kolumne. Also, die Säule, die auch den Pollen unten trägt. Erkennt man vielleicht auf den ersten Blick nicht, weil es ist wirklich eine sehr besondere Blüte. So. Stanhopea gibt es ca. 65 Arten in Lateinamerika, also in Südmexiko geht's los, ganz Zentralamerika, das geht runter bis ins nördliche Südamerika und dann ist so ein Aussetzer im Amazonasbecken und dann findet man die Pflanze wieder, also einige Arten in Brasilien, und zwar in Ostbrasilien, da gibt es relativ viele Gebirge und da kann man die Stanhopea auch finden. Also es sind Gebirgspflanzen, ja, also tropische Hochlandpflanzen, das kann man so sagen. Also Stanhopeas kann man eigentlich rechnen 1000 Meter nach oben. Dementsprechend haben sie dann auch ihre gewissen Kulturbedingungen. So, ich versuche nochmal ranzuholen, dass sie richtig schön auch fokussiert. Wie gesagt, die Pflanze ist bei mir aufgeblüht gestern Morgen und da habe ich gleich gewusst, alles klar, jetzt musst du dich beeilen, weil du musst jetzt innerhalb von 2 bis 3 Tagen das Video drehen, weil sonst ist die Pflanze verblüht. Und ich habe, wie gesagt, gestern Morgen schon gesehen, dass sie am Öffnen sind, bin dann zur Arbeit und als ich wieder abends nach Hause gekommen bin, habe ich dann im Prinzip erstmal Bilder gemacht und habe dann die Literatur gewälzt und auch im Internet versucht, herauszufinden, was habe ich denn da für eine Art. Dass es eine Stanhopea war, ist von Anfang an klar gewesen, als ich sie gekauft habe. Ich habe sie aber leider ohne Namen gekauft. Dementsprechend habe ich mir gedacht, na gut, wartest du, bis sie blüht und dann versuche ich sie zu bestimmen. Aber das Pflänzchen war sehr hartnäckig, also ich habe es nicht geschafft, sie zu bestimmen. Also ich dachte erst, es wäre eine Oculata, aber sie hat doch sehr viele, sehr große Unterschiede zur Oculata und wie gesagt, das ist eine Stanhopea. Es gibt da leider noch kein Geruchsfernsehen, aber ich sitze da genau daneben. Es ist ein ganz betörender Duft. Also gerade wenn man richtig nah rangeht, es ist ein ganz starkes, hat ein bisschen zitronenartiges Aroma, diese eine Art hier. Aber es gibt Arten, die duften noch viel, viel stärker. Das ist eigentlich eine, würde ich jetzt sagen, aus der Erfahrung heraus, ist eine Art, die nicht sehr stark duftet. Ja? Und trotzdem ist es im Vergleich zu anderen Blütenpflanzen ein extrem starkes Aroma.
Aber wie gesagt, es gibt noch welche, das kann bis zu Kopfschmerzen gehen, wenn ihr die im Raum stehen habt. So, was gibt es jetzt über die Stanopeas zu erzählen? Ja? Also, wir haben schon geklärt, dass es Hochlandpflanzen sind. Ja? Dementsprechend möchten auch diese Pflanzen, ähnlich wie die Lykasten, ein bisschen eher kühlere Temperaturen, aber bei weitem nicht so extrem. Ja? Also Stanopeas kommen auch in tieferen Höhenlagen vor. Da kann man eigentlich sagen, das sind intermediäre Orchideen. Ja? Also die wollen es weder heiß noch sehr kühl. Ja? Also da kann man sagen, eine Stanopea möchte so tagsüber so bei 28, 30, ich würde mal sagen 28 bis 32 Grad, wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt, kann es gerne auch 32 Grad haben, möchte diese Pflanze stehen. Und die Nacht möchte sie natürlich etwas kühler haben, vielleicht 20 Grad, 18 Grad, also wenn man 15 Grad, wenn es runtergeht auf 15 Grad, ist auch nicht schlimm, ja, aber sie möchte ein bisschen wärmer stehen als eine Lykaste zum Beispiel. Hier könnt ihr sehen, dass diese Pflanze hier aufgebunden ist, auf einem Brettchen aus Fernwurzeln. Das ist eine Sache, das solltet ihr nur machen, wenn ihr viel Luftfeuchtigkeit habt, ja, beziehungsweise wenn ihr jeden Tag gießen könnt, ja. Wenn ihr das nicht könnt, weil ihr nicht jeden Tag die Zeit habt, eure Pflanzen zu gießen, oder beziehungsweise weil ihr zu viele Pflanzen habt und das einfach zu viel Arbeit wäre. Wenn man ein, zwei Pflanzen hat, dann kann man sich da natürlich viel intensiver drum kümmern. Aber wie ihr ja sehen könnt, wenn man einmal anfängt, dann kann man nie wieder aufhören und es werden immer mehr und mehr. Und irgendwann muss man sich dann effizientere Methoden einfallen lassen. Man kann dann nicht mehr die Pflanzen so hätscheln und pflegen, wie man das noch konnte, als man angefangen hat mit 5, 6 Pflanzen. Wenn man dann irgendwann mal in die Hunderte von Pflanzen geht, ja, und so eine Sammlung kann auch schnell in die Tausende gehen, dass man da mehrere tausend Arten hat, das ist natürlich ein bisschen am extremen Ende, aber gibt es auch nicht wenige Leute, die das haben. Dann kann man natürlich nicht mehr sich um jede Pflanze einzeln kümmern. Da muss man ein bisschen schematisieren und das ein bisschen einteilen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht die richtige Luftfeuchtigkeit hat, dann sollte man nicht aufbinden, so wie ich das hier gemacht habe, ja? Dann sollte man die Pflanzen topfen, weil im Topf hält sich einfach die Feuchtigkeit länger. Und die meisten Pflanzen, die ich habe, topfe ich natürlich, genau aus diesem Grunde. Aber es gibt einfach Pflanzen, die machen sich einfach gut aufgebunden. Und jetzt kommt auch der Grund, warum ich diese Stanopea aufgebunden habe. Und zwar könnt ihr sehen, die Blüte ist hängend, ja? Hier ist die Bulbe. Das ist die Bulbe, die die Blüte schiebt. Und die Blüte geht schnurstracks nach unten. Und aus diesem Grund dürft ihr Stanopea niemals in normale Töpfe pflanzen. Das wäre tödlich für die Blüte. Und dann werdet ihr auch nie eine Blüte sehen. Das kann gut sein, dass eure Pflanze blüht und ihr werdet es nie sehen, weil sie wächst in den Topf rein und stößt unten am Topf an oder verkeilt sich im Substrat, macht dann Runden im Topf und wird nie herauskommen. Das Ganze sieht man dann irgendwann, wenn man die Pflanze mal umtopft, was mit der Pflanze los ist. Man sieht da verrottete Blütenstängel im Topf. Aber es gibt dafür eine Lösung. Es gibt nämlich sogenannte Seerosentöpfe. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, gibt es in jedem Gartencenter. Das sind Töpfe, so Gittertöpfe aus Plastik. Die haben sehr große Löcher, also 3 bis 5 Zentimeter, so viereckig. Und da könnt ihr die Pflanzen reintopfen und dann kann nämlich in einem schönen lockeren Substrat oder nur im Moos, das geht auch, zum Substrat erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, und dann kann die Blüte nämlich sich durch das Substrat durchschieben, durch das Loch des Gitter, die wird dann irgendein Loch vom Gittertopf nehmen und dann kommt sie unten raus und dann blüht sie quasi so, wie ihr das hier seht. Ich kann da mal die ganze Pflanze nach hinten gehen. Seht ihr, wie groß die Pflanze ist? Und die Pflanze ist hier oben, aber die Blüte kommt unten raus. Deswegen Gittertöpfe oder aufbinden. Wenn ihr nicht jeden Tag gießen wollt oder könnt, dann bitte nehmt Gittertöpfe. Da hält sich die Feuchtigkeit länger drin, als wenn ihr die so aufbindet. So, dementsprechend. Ich habe schon gesagt, ihr könnt sie auch in reinen Moos pflanzen, natürlich Sphagnummoos. Aber wenn der Topf relativ groß ist, würde ich nicht reines Moos nehmen, weil das könnte dann vielleicht zu feucht werden. Wobei, das sind Pflanzen, die mögen sehr viel Feuchtigkeit, ja. Ich würde sagen, eine Stanopea sollte ein Substrat kriegen mit mittlerer Körnung. Ja, mittlere Körnung würde ich mal definieren. Also die einzelnen Holz- oder Borkestückchen, Steinchen etc. sollten eine Körnung haben von etwa 10 bis 20 mm, ja. Wobei 20 mm, da geht schon die Körnung los für Cattleyas etc. Ja, also von mir aus auch 10 bis 15 mm, so in dem Bereich.
Und da kann man auch gerne Moos beimischen, ja, so geschnittenes Sphagnummoos oder einfach nur die Fäden von dem Moos auseinanderziehen und ein bisschen um den Wurzelhals herum, also um die Bulben, weil Sphagnummoos hat die positive Eigenschaft, dass dadurch die Wurzeln angeregt werden, auszutreiben. Also wenn man jetzt gerade, wenn man also Bulben bewurzeln will, etc. oder wenn man Pflanzen hat, die schlecht gewurzelt haben, Sphagnum kann da wirklich Wunder helfen und bewirkt in der Regel einen sehr, sehr guten Wurzelaustrieb. Was könnt ihr nun nehmen als Substrat? Also wie ich habe schon gesagt, alle möglichen Holzarten, Borke vor allem. Also in der Regel nimmt man ja Pinienborke, man kann auch natürlich Kork nehmen, Korkborke zerschnipselt. Ihr könnt Steine nehmen, ihr könnt Bimssteinchen nehmen. Was man auch nehmen kann, ist Perlite etc. Also da kann man Kokosfasern oder Kokoshackschnipsel. Es kommt gar nicht so drauf an, was ihr für ein Substrat verwendet, sondern was das Substrat bewirkt. Sprich, drainiert es gut, hält es gut die Feuchtigkeit. Und generell, wenn ich eine Pflanze habe, die etwas mehr Feuchtigkeit möchte, dann nehme ich eher eine kleinere Körnung, weil da hält sich die Feuchtigkeit mehr. Und wenn ich eine Pflanze habe, wie eine Cattleya zum Beispiel, die möchte nicht so lange trocken stehen, nicht so lange feucht stehen, dann nehme ich eine größere Körnung, dass das Substrat besser durchlüftet wird und schneller austrocknet. Bei Stanopeas kann man doch sagen, dass sie relativ viel Wasser brauchen, ja. Deswegen würde ich sagen, nehmt eine mittlere Körnung und gießt lieber einmal öfters, als dass ihr eine viel zu kleine Körnung nehmt und dann dass die Pflanzen dann versaufen, ja, weil sie dann nicht schnell genug abtrocknen. Da ist auch ganz wichtig, dass ihr die Relation zwischen Topf und Pflanzengröße beachtet, ja. Also bei Orchideen sagt man ja generell, nehmt lieber einen kleineren Topf, ja. Also versucht die Pflanze immer in den kleinstmöglichen Topf reinzusetzen. Dann lieber einmal öfters gießen, als dass ihr die Pflanze in einen zu großen Topf setzt und die Pflanze dann nicht richtig abtrocknen kann und immer Staunässe herrscht. Das mögen Orchideenwurzeln überhaupt nicht. Gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten Orchideenwurzeln, also Staunässe ist der Killer einer jeden Orchideenwurzel. So, dementsprechend habe ich ja eigentlich schon das meiste zum Wasser gesagt. Ja, also die Wasserqualität ist natürlich ganz wichtig bei Orchideen. Immer schönes, weiches Wasser nehmen. Die mögen keinen Kalk. So, ich halte die Pflanzen noch ein bisschen rein. Die mögen keinen Kalk. So, Pflanze fokussiert. Ich hoffe. Ja. Nehmt immer schönes, weiches Wasser. Hat auch den Vorteil, dass ihr dann keine hässlichen Kalkflecken auf den Blättern kriegt. Ja. Das schaut nämlich ziemlich hässlich aus und schadet natürlich auch der Pflanze. Und vor allem, ihr kriegt dann auch Anreicherungen. Wenn ihr zu hartes Wasser habt zum Gießen, dann kriegt ihr Salz- und Kalkanreicherungen in eurem Wasser. Und das kann auf lange Sicht auch die Orchideenwurzeln ja nicht nur schwächen, sondern sogar töten. Ja? Also wenn ihr jetzt eine Pflanze habt, die 2, 3 Jahre in einem Topf wächst und da habt ihr eine Akkumulierung von Salzen und Kalk, das mögen die überhaupt nicht. Und dann fangen die an zu kränkeln und wachsen nicht mehr stark. Aber wie gesagt, kalkfrei sollte das Wasser sein und reichlich. Also ihr könnt im Sommer ruhig jeden zweiten Tag gießen, wenn die Pflanzen gut Luftbewegung haben und wenn sie auch warm stehen, dann kann man doch sagen, dass die Pflanzen saufen. Ja, das kann man schon sagen. Sie haben auch große Blätter, ja, das habe ich schon bei den Lykasten gesagt, große Blätter transpirieren viel. Das ist immer ein Indikator, große Blätter, viel Wasserbedarf. Ja, das sind so kleine Grundregeln, die eigentlich immer zutreffen. Und wenn ihr zum Beispiel sehr sukkulente Blätter habt, ja, also sehr dickfleischige Blätter, die sehr eher Zylinder, also so röhren- oder zylinderförmig sind, das ist immer ein Zeichen auf Pflanzen, die an trockenen Standorten wachsen, ja. Diese Pflanzen haben dann meistens auch dickere, fettere Wurzeln, weil die dann auch als Speicherorgane fungieren. Also solche Pflanzen kann man sagen, eher ein bisschen trockener halten. Mit trockener soll aber nicht heißen wie ein Kaktus. Trockener soll einfach heißen, dass ihr sie entweder in einen kleineren Topf setzt, dadurch, dass das Substrat schneller austrocknet, steht die Pflanze trockener, oder dass ihr halt die Gießintervalle größer macht, dass die Pflanze, wie gesagt, nicht ständig feucht steht. Und so eine sukkulente Orchidee, die mag auch gerne mal ein paar Tage trocken stehen, bevor man sie wieder gießt. Stanopea ist da anders. Wenn ihr die Blätter anfasst, die sind sehr hart und lederig. Also die können schon auch einiges ab. Sie haben ja auch eine sukkulente Bulbe. Orchideen generell können schon eine ganze Menge ab. Aber es gibt so Indikatoren, wie zum Beispiel große Blätter, die euch einfach sagen,
okay, ich brauche mehr Wasser. Und wenn die Blätter dann wirklich, wenn sie dann ganz weich sind, die Blätter und groß, dann heißt es, ich brauche noch mehr Wasser. Bei der Stanopea sind die Blätter ja sehr hart, aber groß, das heißt, die müsst ihr schon gut gießen. Aber bei weitem nicht so viel wie eine Lykaste. So, was kann man noch sagen? Wenn ihr natürlich diese Blattmasse euch anguckt, das muss natürlich irgendwie produziert werden. Ja? Das sind sehr wüchsige Pflanzen, die wie gesagt keine wirkliche Wachstumspause haben. Die wachsen im Prinzip das ganze Jahr durch. Deswegen sollte man sie auch relativ gut düngen, wenn man sieht, dass die Pflanze am Wachsen ist, also neue Bulben schiebt, und wenn die Temperaturen stimmen, dann sollte man auch ausreichend düngen. Die üblichen 0,8 bis 1 Gramm Volldünger pro Liter Wasser und dann etwa alle 2 Wochen. Wie gesagt, ich habe ja schon im letzten Video gesagt, Düngung ist auch nichts Festes. Also Düngung kann man so und so machen. Das kommt immer darauf an, wie feucht ist es bei euch, wie trocken, wie viel Luftbewegung habt ihr, wie warm, wie kalt, wie gut ist euer Licht. Und dementsprechend ist die Pflanze entweder aktiver oder weniger aktiv und dementsprechend braucht sie mehr oder weniger Dünger. So, jetzt möchte ich noch was zu den Temperaturen sagen. Wenn die Temperatur zu hoch geht, dann würde ich auf jeden Fall abschattieren, weil wenn man zu starke Sonneneinstrahlung hat etc., dann kann es auch sein, dass die Blätter sich durch die Sonneneinstrahlung zu stark erhitzen punktuell. Dann kann es zu Verbrennungsschäden kommen. Ja? Also wenn ihr sehr viel Licht habt und dadurch, also sehr viel Sonneneinstrahlung und dadurch eine hohe Temperatur, dann auf jeden Fall abschattieren. Ja? Das sind, wie gesagt, die mögen schon relativ viel Licht, aber sie mögen nicht so viel Licht wie eine Cattleya oder eine Enzyklia. Also man kann sagen, Halbschatten wäre ganz gut für Stanopeen. Und wenn ihr extreme Temperaturen habt, vielleicht mal einen heißen Sommer, wo die Temperaturen gar nicht runtergehen etc., wo sehr extreme Temperaturen herrschen, dann auf jeden Fall extra Schatten geben, abschattieren oder halt die Pflanzen in einen kühleren Raum bringen beziehungsweise in einen kühleren Teil des Gartens oder des Gewächshauses. Ja. Stanopeas würde ich auch empfehlen, im Gewächshaus zu kultivieren beziehungsweise im Garten im Sommerhalbjahr, weil einfach aufgrund der Luftfeuchtigkeit, ja. Das sind Pflanzen, die mögen einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit, etwa tagsüber 70 bis 80%. Ja, nachts über kann es gerne noch ein bisschen mehr sein. Wenn ich sage tagsüber, dann meine ich damit nicht mittags. Also wenn ihr zur wärmsten Zeit des Tages, kann die Luftfeuchtigkeit gerne noch ein bisschen absinken auf 50, 60%. Das ist kein Problem. Das machen die meisten Orchideen problemlos mit. Und auch am Naturstandort ist das so, dass die Luftfeuchtigkeit mittags, also zur wärmsten Zeit des Tages absinkt. Aber generell kann man sagen, tagsüber so etwa 80%, das mögen die. Und nachts kann es auch ein bisschen mehr sein oder auch bei 80% bleiben. Auf jeden Fall solltet ihr nicht 30, 40% haben. Also Zentralheizungsräume sind nicht gut. Eine Stanopea wird euch auf jeden Fall eine hohe Luftfeuchtigkeit und einen Gewächshausaufenthalt, vor allem im Winter, danken. Da die Pflanzen ja keine wirkliche Trockenruhe haben, muss man sie wirklich im Prinzip das ganze Jahr, oder auch keine, wenn man es so will, Kühlphase haben, muss man sie das ganze Jahr durchkultivieren. Das heißt, auch im Winter sollten sie bei etwa 18 bis 20 Grad stehen. Ja? Und gerade im Winter ist es wichtig, dass sie nicht zu kalt stehen und dann vielleicht in Kombination mit viel Feuchtigkeit. Ja? Also wenn die dann 5 Grad mal kriegen, weil man nicht geheizt hat etc. und dann hohe Luftfeuchtigkeit, dann können schnell Pilze kommen etc. Das ist natürlich nicht so gut. So, wir haben über Substrat geredet. Ich habe das Thema Wasser angesprochen. Dünger haben wir auch beredet. Licht auch und Temperatur. So, ich wollte noch zum Schluss des Videos euch ein bisschen was über diese spezielle Blütenstruktur der Stanopeas erzählen. Jetzt kommt natürlich genau die Sonne raus und dann, ich hoffe, dass es nicht so viel Reflexion gibt. Ich guck mal, ich suche mal eine schöne Blüte raus, wo ich das erklären kann. So, hier. Das ist eine ganz spezielle Blütenstruktur. Ja? Also seht ihr das? Das ist normalerweise, wo bei der normalen Orchidee der sogenannte Stempel ist, also die Kolumna, und hier unten ist das Blüten, das Pollenpaket. Und das hier, was ihr hier seht, mit den beiden Augen, ist ganz typisch für Stanopeas, das ist die Lippe. Ja, und hier oben sind dann die Kronblätter und dann auch die Kelchblätter oben drüber. So, warum ist die Pflanze so geformt? Und die haben nämlich sehr starke, wachsartige Blüten. Das hat natürlich einen Grund. Diese Pflanzen
werden nämlich von männlichen Bienen bestäubt. Und jede Stanopea-Art hat also ihre eigene Bienenart, von der sie bestäubt wird. So, ich habe ja schon erzählt, dass Stanopeas sehr stark duften. Und genau das ist es, was die Bienenmännchen anlockt. Die wollen sich nämlich in diesem Duft baden und diesen Duft übernehmen, um dann später ein Weibchen zu finden. Die parfümieren sich quasi in der Blüte ein. Und ich versuche mal jetzt, ob die Blüte, ob das funktioniert. So, jetzt ist nicht mehr scharf. Jetzt will er nicht. So. Kann man das so sehen? So, jetzt viel Fummelerei. Wie gesagt, die Biene, die geht hier rein, das Männchen. Und hier ist diese Duftgrube, hier drinne. Wenn man auch mit der Nase dran geht, da duftet es auch am intensivsten. Das ist quasi die Stelle, wo der Duft ausgeströmt wird. Und die Biene geht da rein und will sich baden in diesem Duft. So. Und wenn sie einmal drin ist, dann kommt sie hier wie so in eine Spur rein, weil hier kann man, könnt ihr das sehen? Hier sind so zwei Ärmchen, die quasi die Biene wie in einer Bahn halten. Das heißt, die kommt dann nicht mehr raus und die ist dann ganz betäubt und betört von diesem Duft. Die lässt sich dann quasi rausrutschen, die Biene. Die rutscht dann hier unten raus, zack, bupp, und Duft rutscht dann hier raus. Und dann, hier ist das Pollenpaketchen und dann wird dieses Pollenpaket der Biene in den Nacken geklebt. Ich versuche es mal nachzuäffen, gucken, ob das Pollenpaket bei mir festkleben bleibt. Zack. Da. Da ist das Pollenpaket. Könnt ihr das sehen? So, das klebt jetzt bei mir dran. Am Finger. Aber bei der Biene klebt es dann im Nacken. So, die Biene geht dann zur nächsten Blüte und möchte noch mehr im sich einparfümieren. So. Geht wieder rein, parfümiert sich wieder ein und hat ja das Pollenpaket im Nacken kleben. Und dieses Pollenpaket, während sie sich in dem Parfüm suhlt, drückt sie dann hier oben rein. Und da oben ist die Aufnahmestelle für den Pollen. Das heißt, die Biene kommt von der einen Blüte mit dem Pollen, geht in die nächste Blüte rein, drückt den Pollen oben in eine Grube rein. Das ist so eine kleine Aussparung. Der Pollen bleibt da drin kleben und die Pflanze ist bestäubt. Und wenn das passiert ist, wenn die Pflanze bestäubt ist, dann wird sie in der Regel relativ schnell verblühen. Ja? Nur wenn die Pflanzen nicht bestäubt werden, dann halten sie 4 bis 5 Tage. Sobald die Pflanze bestäubt ist, also die Blüte, dann wird sie auch zugehen und dann wird der Pollen einen Pollenschlauch treiben durch die Narbe und dann das Ovarium befruchten, wo dann später sich eine Samenkapsel bildet. So, ich kann noch mal versuchen. Die Kamera hat so ihre Schwierigkeiten heute, die Blüte zu fokussieren, weil es eine Blüte, ich weiß die Kamera nicht, wo sie soll sie ansetzen, weil es eine sehr außergewöhnliche Blüte mit sehr vielen Aussparungen etc. So, wie gesagt, es tut mir für euch sehr leid, dass ihr hier nicht daneben sitzen könnt, weil es ist ein ganz betörender Duft und ich muss sagen, nicht so intensiv wie manche Arten. Und ich finde es eigentlich eher gut, weil sie duftet nämlich sehr stark, ohne dabei zu belästigen. So, das war mein Video über diese Stanopea-Spezies. Wenn ich vielleicht in den nächsten Wochen den Artnamen identifiziert bekomme, dann werde ich das natürlich noch nachreichen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen. Tschüss.